Hallo Freunde, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber die Kelly und ich, wir haben überhaupt kein Interesse an die E3. Boah, das langweilt so, Ja, ehrlich mal, überhaupt kein Shopping, kann man nicht mal ein Haul machen. Ich will den Haul drehen. Ja, echt mal, und Primark gibt's da auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach durch LA und gucken uns die schönsten Shopping-Sachen an, die es hier so gibt. Da freue ich mich total drauf. Oh, ich mich auch. Als diese ganzen Gaming-Nerds, ja. Oh, diese Nerds, Was wünschen du dir so zum Kaufen? Ich muss mir mal so richtig schöne Schuhe kaufen. Da bin ich endlich mal genauso groß bin wie du. Da können wir uns in die Augen schauen. Ich habe mir überlegt, ich lasse mir die Beine einfach abschneiden, damit wir so groß sind wie du. Ja. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt einfach. Ja. Los. Paul. Oh, weißt du, was der totale Megatrend ist jetzt? Nee, sag mal. Organisch essen zu gehen. Pizza? So, nein, so ganz gesundes Hasenknabberzeug. Mm. Lass uns einen Baum frühstücken gehen. Ja, los geht's. Ah. Ich kenne das. Ich mag das auch nicht. Ich will das gar nicht probieren. Ich kenne das schon. Aber wenigstens hat es $3 gekostet. Das Geile ist, wenn ich mein Knie hebe, ja, dann ist das quasi in ihrem Gesicht. Wenn ich mein Knie hebe. Wir sind jetzt auf dem Farmers Market und hier gibt es 1000 Millionen Speisen zu allem, aus aller Welt. Voll Bock auf so einen Hotdog, aber jetzt habe ich schon voll organisches Zeug in mich reingestopft. Naja, der kommt ja wieder raus. Schade, ne? Das ist echt schade, ja. Aber wisst ihr, was hier in Amerika ganz neu ist? Man kann die sich jetzt auch einpacken lassen und mitnehmen. Vielleicht machen wir das einfach mal. Hier. Say what? Musst du sagen, nee, du musst say what? Hier in Amerika musst du das alles anders sagen. Kelly staunt sich jetzt einmal durch den Farmers Market hier. Oh, oh, ich habe noch nie einen Schnitzel da gesehen. Da gibt's Klamotten. Oh ja, hier. Drive-by-Shooting. Ja, ich glaube, ich bin tot, Kelly. Ich glaube, ich bin tot. Ja. Okay, nee, jetzt, ich lebe noch. Immer wieder geil, wenn ich irgendwo hingehe. Oh, das ist aber, oh, die Oma des Monats. Ich danke meiner Oma, meinem Vater und auch meiner... Mir, ich habe sie gegeben. Nee, danke nicht. Du hast doch nichts dafür. Ich habe den Preis ja verdient. Und zwar für die Leistung, die ich erbracht habe. Da hast du doch nicht. Wie gefangen, so zerronnen. Ich gehe dann mal. Oh, hier ist ein patentierter Tittengrabscher. Warte ganz kurz. Ja. Sorry, habe ich mich wohl vergriffen. Das ist doch was für Kelly. Aber ich mag gerade kein Softeis. Was? Du hast keinen Bock auf Eis? Wow, muss ich sagen. Wow. Hey, ich bin Mrs. Vlog, aka Kelly, und ich mach mal wieder einen Vlog. Jetzt stehe ich neben dem Kuchen, der sieht ziemlich voll cool aus. Habt ihr American Pie gesehen? Deswegen stecke ich da jetzt gleich meine Brüste rein. Ja.
Hi, wir stehen vor einem Süßigkeitenladen und jetzt gehen wir erstmal Süßigkeiten kaufen. Hom, yom, yoms. Ja, das sieht schon mal echt komisch und seltsam und eklig aus. Einfach Pulver. Die da sollen doch so voll die typischen amerikanischen Teile sein. Always fat free sogar. Der guckt wie du. Versuchen, stell dich mal daneben ganz kurz. Wie, also wirklich wie Bruder und Schwester. Ja, ihr wurdet bei der Geburt bestimmt getrennt. Danke! Was soll ich machen? Ich bin ja eher wegen Klamotten hier. So als Mann kauft man sich natürlich immer die trendigsten Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht mal einen explodierten Regenbogen tragen zum Frühstück, wisst ihr? Gerade nach so einem One-Night-Stand oder so, du stehst morgens auf und die Alte denkt sich noch, was ein geiler Typ, dann kriegst du sie hiermit auf jeden Fall aus der Wohnung wieder raus. Schau mal, wir müssen den anderen wir kaufen so einen Behälter, so einen schönen Cupcake-Behälter und dann füllen wir jedem ein bisschen was rein. Ja. Wie beim Nikolaus in den Schuh. Genau, und das bringen wir jetzt auch mal. Was ist das? Balloon Pumping Station. Sieht aus, als könnte man sich dann einen Einlauf verpassen. So Gummitierchen-Einlauf. Das fände ich lustig. Kriegst du einen Zuckerschock. Ich habe ja gehört, wenn du zum Beispiel die Alkohol in den Anus einführst, dass du schneller betrunken wirst, weil das ja über den Darm schneller aufgenommen wird. Vielleicht ist das bei Zucker auch so. Bist du instant dick. Hier gibt's Gummigehirne. Kelly, iss mal ein paar davon, dann hast du, das würde deine IQ ein bisschen in die Höhe treiben. Geil! Gehirn! Gehirn! Schaut mal, wie schön das aussieht, da freuen sich die anderen bestimmt. Oder denkst du, die freuen sich? Das sind alles Männer, die werden sich beim Anblick dieses Dings bestimmt zu Tode freuen. Ja, das war ja ein echtes Schnäppchen. Gummibärchen für $24, kann man machen. Das ist ja alles wirklich eigentlich nicht mehr als so 90 Cent. Geil. Ich finde, wir sollten als Abonnenten-Special für The Menschen, wenn wir 100.000 erreicht haben, machen wir einfach. Die magst du gern. Die magst du. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Immer musst du mich anfummeln. Es ist Belästigung. Der neue Haartrimmer. Kaufen Sie ihn jetzt für 99 Cent. Und die Nase. Oh ja. Das Ergebnis ist wunderbar. Dankeschön, David. Bitteschön. Da kann Sarah zwar was mitspielen. Die bringe ich ihm mit. Ich hab eine Geschenke mit. Das hier. Wir können den anderen. Ah, dass ich keine Nadel dabei habe. Oh, das ist schön. Ja. Ihr kommt mir ja gerade echt. Ja. Ich bin gerade ein Polo, deshalb bin ich so verschwitzt. So, Geschenke. Fabian, komm her. Wir haben dir Geschenke mitgebracht. Also, pass auf. Ich glaube, wir haben verlaufen. Ich hätte gerne ein paar Nudeln oder eine Banane. Nein, du kriegst für Battlefield Hardline haben wir dir ein Polizeiset. Ah, ein Polizeiset! Geil, ich verklopp euch alle. Super, vielen Dank. Das ist sehr schön. Schaut euch das an. Uns. Müssen wir direkt einen Affiliate-Link und das Video machen, dass ihr das auch kaufen könnt. Oh, hier, das ist für dich, Arme. Ja, das habe ich dir geschenkt. Das schenke ich dir. Okay. Das ist für den Christoph hier. Eine Trommel. Oh. Eine Trommel, Christoph, guck. Rob Bubble! Das schenke ich Marco. Marco, du kannst doch total gut Gitarre spielen. Wir haben dir eine Gitarre mitgebracht. Das ist ja der Oberhammer. Seid ihr bereit? Ja.
Was denn hier los? Das ist deins. Das Bling-Bling-Necklace für einen echten Rapper. Boah, ist das geil, das ist Bling-Bling. Musst du dir natürlich umlegen. Bling-Bling. Aber so ich so mega Swag. Ach, den müsstest du ja auch mal aufmachen. Oh, yeah, motherfucking Swag. Swag. Ja, hau mal den Beat raus, Achtung. Oh. Yo, aha, The Mansion. Es reimt sich nichts auf Mansion, aber auf Menschen. Ja, oho, yeah, bitches, aha, rap, 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 swag, motherfucker, yo. Den Entenmoment. Schwimm, meine Kleine. Woo! Boah, die schwimmt voll gerade. Wie so. Ey, Marco! Marco, du hast die Ente. Schwimm, Kleine! Wow. Und da am Morgen die Schwimm. Schießen wir rüber. Schießen wir rüber. Nee. Komm zum Krokodil, kleine Ente. Was ist hier los? Brutale Entenermordung! Nein! Tod durch Arschbombe! Einer macht spannende Musik drunter. Dum, dum, dum. Hi, Musik. Was war das denn für ein schräges Ende? Einfach alles nur so, what? Diese ganzen Videos, wir sind alle voll bescheuert. Egal. Also, ihr könnt hier natürlich weiterkommen zu Videos wie zum Beispiel dem E3-Battle von Fabian und David. Oder den Tag in Venice, was auch ein sehr schönes Video ist, beide sehr empfehlenswert. Wenn ihr Bock habt, schaut nochmal rein. Ansonsten könnt ihr auch den Channel annullieren, abonnieren natürlich, wenn ihr Bock habt. Genau, mehr ist da eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass wir ein richtig schräger Haufen sind. Aber das mag ich.